Servus und willkommen zu einer neuen Instanzenfolge. Heute geht es in die violette Festung in Dalaran. Ich habe ja schon einige Male erwähnt, dass es in der violetten Festung wechselnde Bosse gibt. Ich werde nicht alle Bosse zeigen, sondern einen Run machen. Eventuell hole ich das später irgendwann mal nach. Das heißt, wir werden jetzt die Quest annehmen und werden eine Gruppe suchen, mit der wir dann einmal einen Run machen, je nachdem welche Bosse kommen. Einmal die Quest Eindämmung. Meine Streitkräfte liegen am Boden, aber Maligos Angreifer stürmen immer weiter auf uns ein. Ihr müsst sie aufhalten, bis ihre Anführerin Cyanigosa auftaucht. Nur ihr Tod wird die Invasion beenden und Dalaran retten. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid. Ja, zur violetten Festung gibt es nicht viel zu sagen. Hier werden die Gegner aus den Portalen kommen und das ist ein großer Raum, wo wir eben von Portal zu Portal bzw. von Boss zu Boss laufen müssen. Dementsprechend ist die Karte auch nicht allzu komplex, das heißt ein großer Raum. Da sind jeweils die Bosse und es sind insgesamt, ich glaube, es werden 4 Bosse sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das werden wir dann gleich sehen. Entweder waren es 3 oder 4 Bosse und Cyanigosa eben als Endboss, den wir für die Quest erledigen müssen. Ich würde sagen, ich suche fix eine Gruppe und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon. Begrüßen wir mal fix unsere Gruppe. So, sehr schön. Warten wir noch kurz, bis die anderen die Quest angenommen haben. Mal schauen, da schläft gerade einer. Wie schaut's aus? Hallo? Grüß die Nacht. Bewegt er sich auch mal? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hallo. Ah ja, okay. Ich glaube, wir sind sogar inzwischen alle, oder? Schauen wir mal, wir sind tatsächlich alle da. Dann können wir, denke ich, starten. Ah ja, okay, die haben den schon gestartet. Es werden jetzt 18 Portale erscheinen. Immer bei 6 Portalen erscheint, also immer nach 6 Portalen erscheint ein Boss. Und ja, die werden wir jetzt halt mal durchkämpfen. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir halt ziemlich flott hin, weil da einige Gegner rauskommen werden. So, mal gucken. Die können jetzt quasi hier überall auf den Plattformen und auch hier am Boden erscheinen. Da müssen wir jetzt ganz kurz warten. So, hier oben erscheinen die ersten Gegner. Die ziehen wir jetzt einfach hier an den Rand. Das da hinten sind übrigens die Bosse, die rauskommen werden. So, einmal hier hin bitte. Ein bisschen ran, das hier. Genau, sehr gut. Wir müssen halt immer darauf achten, dass wir hier bei den Treppen ein bisschen vorsichtig stehen, weil eben der Heiler uns erreichen muss. Und wenn er uns, wenn wir nicht in seinem Sichtfeld sind, dann ja, ist das halt nicht so gut. So, mal gucken. Da hinten erscheint das zweite Portal. Alles klar. Jetzt bin ich aber wahrscheinlich ein bisschen zu langsam. Das heißt, die werden sich hier aufteilen nach links und rechts. Ja, das ist blöd. Nehmen wir mal ihn hier ran. Werfen ihm mal eine Waffe an den Kopf und dann kämpfen wir einfach hier hinten. Und wir müssen eben die Gegner rechtzeitig töten, bevor sie hier am Eingang quasi Schaden machen. Wir sehen ja auch Unversehrtheit des Gefängnissiegels 100%. Das muss halt, das darf nicht auf 0% kommen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir verloren, aber das sollte eigentlich nicht passieren. So, wie schaut's aus? Da oben ist das nächste Portal. Dann laufen wir hier mal ganz flott hoch. So, ganz fix hier alle an uns binden. Sehr schön. So, 3 von 18 Portalen haben wir schon. Schauen wir mal, wo das nächste erscheint. Das erscheint da unten. Alles klar, dann gehen wir hier den kurzen Weg. Und wie gesagt, bei Portal Nummer 16, 12 und 18 werden die Bosse kommen. Also es sind 3 Bosse. Da habe ich vorhin
beim Annehmen der Quests ein bisschen Mist erzählt, dass ich nicht weiß, dass es, ob es 3 oder 4 Bosse sind. Es sind natürlich 3 Bosse und alle 6 Portale erscheint ein Boss. Und in den Zwischenportalen müssen wir jetzt eben hier die anderen Gegnergruppen, die aus den Portalen kommen, an uns binden und kaputt machen. So, sehr gut. Und da oben ist Portal Nummer 5 und gleich kommt dann auch Portal Nummer 6 mit dem ersten Boss. Bin ich mal gespannt, welcher von den Bossen kommen wird. Das ist wie gesagt immer unterschiedlich. Odala. Einmal hier runter und dann macht auch einer dieser Lakaien. Okay, es ist Lavantor, so ein Höllenhund. Der ist nicht allzu gefährlich. Wir drehen den einfach jetzt mit dem Rücken zu unseren Kollegen und dann passt sich das. So, warten wir kurz, bis er draußen ist und dann spotten wir ihn direkt ab und stürmen auf ihn zu. So, sehr gut. Okay, das hat nicht geklappt. Ist aber im Prinzip auch egal. So, alles klar. Einfach alles draufballern, was wir haben. Und vielleicht aus dem Feuer rauslaufen. Dass wir da keinen Schaden fressen. Aber sonst ist das einfach straightforward. Einfach Tank and Spank, wie man das so schön nennt. Sehr gut. Einmal eine Schusswaffe brauchen wir nicht. Können wir Gear drauf machen. So. Dann warten wir mal auf Portal Nummer 7. Das dauert jetzt immer nach dem Boss immer eine kleine Weile, aber das sollte eigentlich gleich weitergehen. So, gratulieren wir ihm mal zu dem Sieg. Sehr schön. Und da hat schon einer, wunderbar, da hat schon einer hier, ja, die Instanz verlassen, wunderbar. War das der, der die Schrotflinte bekommen hat? Ich weiß das nicht. Malyria. Nee, okay. Das war ein DD, oder? Alles klar, das sollte passen. Und weiter geht's. Da haben wir schon das nächste Portal. Naja, das kommt einfach vor, dass Leute die Instanz verlassen. Das ist eigentlich halb so wild. Solange es nur der Damage-Dealer ist, beziehungsweise nur ein Damage-Dealer ist, ist das eigentlich kein Problem, weil Damage-Dealer sind halt sehr, sehr viele immer in der Warteschlange. Dementsprechend wird da eigentlich ziemlich flott einer nachgeladen. So, wo erscheint das nächste Portal? Oh, da hinten. Okay, jetzt habe ich das fast nicht gesehen. Wegen dem dicken Boss, der da noch im Weg liegt. So, alles klar. Ziehen wir den mal so ein bisschen Richtung Portal, dass ich hier die Neuen, die hier rauskommen, ordentlich kaputt schlagen kann. Beziehungsweise direkt an mich binden kann. Was zum Beispiel jetzt der Fall ist. Einmal Donnerknall und dann passt sich das. Alles klar. Jetzt ist das wieder auf der anderen Seite. Das ist immer so ein bisschen schwer zu erwischen, wenn das dieses Portal ist. Ja, jetzt muss ich genau den gleichen Weg nochmal gehen. Okay, dann spotten wir mal ihn ran und so und dann stürmen wir mal ihn an. So, alles klar. Ziehen wir die mal so ein bisschen an den Rand, dass unser Heiler auch wiederum sehr gut an uns rankommt. Und dann haben wir die Hälfte auch schon geschafft. Das heißt, wir sind fast durch. Da oben ist Portal Nummer 10 und bei 12 gibt es, wie gesagt, wieder einen Boss. So.
So, sehr gut. Dann haben wir hier hinten das nächste Portal. Ich habe übrigens den EP-Stopp wieder reingehauen, weil ich jetzt 6 Instanzen in Folge aufnehmen möchte. Und ansonsten würden wir da schon Stufe 79 werden oder so. Also das ist jetzt nicht in meinem Interesse. Deswegen ist da aktuell gerade der EP-Stopp drin. Einfach, weil ich diese Instanzen in einer Reihe aufnehmen möchte. Und ja. Sollte euch aber, denke ich, nicht stören. Von dem her, ich wollte es halt nur mal erwähnt haben. So, und da kommt auch gleich der nächste Boss. Nochmal ganz fix looten. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Nicht erwischt. So, alles klar. Mal gucken, wer kommt. Okay. Soweit ich mich an ihn erinnern kann, stellt er so Sphären, die Schaden machen. Vor denen müssen wir weglaufen. Also wir dürfen nicht in deren Nähe stehen. Deswegen werden wir den Boss hier oben lang kiten. Müssen wir mal gucken. Jetzt hauen wir erstmal hier maximalen Damage drauf. Genau, da erscheinen die Sphären schon, deswegen ziehen wir den jetzt mal hier so ein bisschen in diese Richtung, dass wir quasi vor diesen ja, Sphären des Astraleums weglaufen und keinen Schaden davon bekommen. Weil die eben ordentlich Schaden machen und dementsprechend müssen wir da halt vorsichtig sein, dass wir da nicht stehen bleiben. So, alles klar, sehr gut. Einmal looten. Was haben wir hier? Einmal eine Kettentaille. Brauchen wir nicht. Machen wir einmal Beweglichkeit. Kann man mal wieder gratulieren. Sehr schön. So, und dann haben wir 2/3 tatsächlich schon hinter uns. Fehlen nur noch 6 Portale. Und eben im 6. Portal Cyanigosa, der Endboss. Und da erscheint auch schon Portal Nummer 13, sehr gut. Und jetzt habe ich gerade bemerkt, dass ich in dem Video schon wieder viel zu viel rede. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, in den Instanzenfolgen nicht mehr so viel zu reden. Das ist halt so eine Angewohnheit vom Let's Play. Weil die Instanzenfolgen, die sind natürlich in der YouTube-Suche auch gut platziert. So, da sind wir auch schon. Sorry, WoW ist gerade abgestürzt. Schreiben wir das mal fix in den Chat, alles klar. So, da oben haben wir jetzt die nächsten, alles klar. Das tut mir jetzt gerade leid, das war jetzt nicht so gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Da ist mir tatsächlich World of Warcraft mit einer Access Violation abgestürzt. So, Portal Nummer 16, alles klar. Ich habe die Befürchtung, dass das an meinem RAM liegt. Der hat nämlich auch schon, also an meinem Arbeitsspeicher. Mir stürzen aktuell sehr viele Programme ab. Das ja, ist nicht so geil. Muss ich mal gucken, dass ich die RAM-Riegel mal prüfe. Oh, hier vorne.
So, und dann sind wir auch schon beim Endboss. Cyanigusa. Bäm. Träum weiter, Liebes. Träum weiter. So, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt nicht schon wieder abstürzt. Das wäre nämlich im Bosskampf total blöd. Aus dem Kreis hier müsste er eigentlich rauslaufen, weil er da Schaden frisst. Macht er gerade nicht, ist doof für einen Heiler, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, das sollte auch gewesen sein, sehr gut. Mal gucken, zweihändigen Stab mit Beweglichkeit und Ausdauer brauchen wir nicht. Sehr gut, bedanken wir uns mal bei der Gruppe und dann gehen wir nochmal ganz fix die Quest ab. Aber leider laufe ich gerade in die falsche Richtung. Ich sollte hier vielleicht mal ganz fix den Gildenchat ausmachen. So. Zodilla, Zodilla, Zodilla. Danke, meine Heldin. Dank eures Mutes konnte Dalaran einen weiteren Tag überstehen. Lederbeine, Stoffbeine, Kettenbeine und Plattenbeine mit Ausdauer und Wille brauchen wir alles nicht. Nehmen wir das hier, gibt uns am meisten Gold. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!